Es gibt schon zwei. Wo denn, wo denn? Oh. Lege weitere Aufgabe fest. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Kommt zuerst der T-Rex wieder. Oh. Verstanden. Ist der nächste krank? Oh ja, auch kein Mensch. Bestätige Produktzustellung. Kommt auf die Liste. Tollwut hat er. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nicht mehr, oder was? Wo ist denn jetzt noch? Ist niemand. Auch die sind alle krank. Kein Problem. Was haben die denn eigentlich? Erkältung. Behandelt David. Behandelt Thomas. Alles klar. Der ist geheilt. Der braucht nur Essen und Trinken. Wasser hat er jetzt schon getrunken. Jetzt braucht er noch was zu essen. Der wird jetzt auch noch geheilt. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ja. Da ist er. Hier laufen genug Viecher rum. Zu faul zu essen, oder was? Okay, der ist jetzt nicht krank, okay. Naja, dann gucken wir mal. Das passt eigentlich auch.
Zustellung abgeschlossen. Mhm. Dem geht's gut, ja. Wie er dem Helikopter nachschaut. So, jetzt nur noch essen. Gerade wieder rausgelaufen. Streift umher. Ich komme gerade nicht zu ihm rein. Hinter dir ist eine Ziege. Wieder nicht zu ihm rein. So, jetzt. Ganz gemütlich. Im großen Sinne ein bisschen zu faul zu jagen, gell? So, sehr gut. Dann haben wir jetzt Nummer 2. Und jetzt kommt er noch. Wer ist krank? Wer denn, wer denn, wer denn, wer denn, wer denn? Wer ist denn krank? Ach, der ist krank. Ja, okay. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Tun wir schon mal das eine Ranger-Team rein. Was hat der? Kolibakterien. Deine infizierten Dinosaurier entdeckt. Gott, der ist schon mal geheilt. Oh, nur noch essen und trinken.
So. Gott. Auf Trink. Bam. Wir haben es geschafft. Gut, das können wir abhaken. Job erledigt. Sie haben das halbwegs gut gemacht. Und darum ging es hierbei. Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen. Offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen. Wissen Sie zufällig was darüber? Nö. Ich war's nicht. Können wir jetzt wieder mal was machen, oder was? Nee, da nicht. Da auch nicht. Hier. Gigantosaurus. Hier ist nichts. Nee, das war es. Oben ist ja auch nichts. Einziger Punkt ist da unten. Okay, das ist Fossilie, das ist klar. Siehst du, da können wir ja eigentlich weitermachen. Wir haben jetzt die Kohle. Forschung. Haben wir nur noch ein einziges. Das ist der Indominus Rex. 1,8. Go. Oh oh. Oh oh, das ist das einzige, was noch. Okay, jetzt haben wir den Polarcanthus. Vielleicht könnten wir den ja hier noch reintun. Wo ist er denn? Der Polarcanthus. Krichdorn? Da. 65. Pflanzenfresser. Genom modifizieren. Savannenmuster. Wir machen alles. Hier. Zack. Hat er 140. Ja, ist in Ordnung. 140 ist doch ganz gut. Vielleicht tue ich mal den mal da rein. Der wird da bestimmt überleben, oder? Probieren wir es mal. Bitte warten. Verkaufen. Gigantosaurus. Boah, das sieht aber auch übel aus, hä? Jetzt verkaufen, okay. Weiß ich nicht.
Ach so. Nee, mach erstmal nicht. Und wieder auf Expedition. Wir müssen ja noch ein paar Dinos freilassen hier. Beschaffen Sie ein Suchomimus-Fossil. Ein Suchomimus. Wir brauchen Suchomimus-DNA. Suchen in Sinn der Gegend von Afrika. Ja, mache ich ja gerade. Vielleicht ist da ja was dabei. Okay, und dann, klar, jetzt muss ich wieder nach meinen Anlagen hier gucken, ne? Tada! Kamara! Der Indominus Rex ist eine erstaunliche Kreatur. Hätte die Evolution Zeit gehabt, naja, wir haben nur ein wenig nachgeholfen. Und das Ergebnis ist spektakulär. Und wertvoll. Also machen Sie nicht den Wert meiner Arbeit herunter. Sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Oh mein Gott. Dominus Rex Genom. Da ist er. Ach du Scheiße. Wir können den ausbrüten. Oh mein Gott. Der wird doch alles fressen. Der wird alles fressen. Der wird alles killen. Oh mein Gott. Und dann noch mit noch mehr Genmanipulation. Oh mein Gott, der wird alles fressen. Ach du Scheiße, guck mal auf die Bewertung. Boah, Alter. 11 Millionen. Ihr wollt mich verarschen gerade, oder? Schläft. Ja, dem geht's gut. Alles in Ordnung. Oh mein Gott. Krass. Ansonsten war es das, ne? Forschung ist fertig. Da haben wir 0. Ja. Oh, wir haben übrigens 5 Sterne. Oh, okay. Wir haben übrigens 5 Sterne. Oh. Was ist jetzt passiert? Wie krass ist das denn? Wir haben eine 5-Sterne-Insel. Feierei! Jetzt noch, bevor der Indominus Rex kommt, ne? Muss ich dazu sagen. Kann sich alles noch verändern. So, wir lassen ihn mal raus. Mal gucken, was passiert. Thank you.
Wenn Menschen auf die Inseln kommen, erwarten sie sich Dramatisches. Der Polacanthus, den sie erschaffen haben, verkörpert das recht gut. Aha. Ja, bis jetzt geht's ihm ja gut, ne? Was ist denn das? Bodenfutterstation. Die kann ich jetzt aktivieren. So. Was ist da? Okay. 5 Sterne. Isla Pena. Geil.